Fragen, die bei einer genetischen Beratung oft gestellt werden, sind vor einer genetischen Testung, wie hoch das Risiko besteht, wenn ich positiv für diese Mutation getestet werde, ein Prostatakarzinom zu entwickeln. Fragen, die auch oft gestellt werden, sind Fragen, wie hoch das Risiko meiner Verwandten ist, beziehungsweise wie hoch die Rate der Vererbung ist, wenn ich eine solche Genmutation trage. Weitere Fragen stellen sich zur Vorsorgeuntersuchung. Welche Untersuchungen muss ich machen, wenn ich diese Genmutation trage und wann soll ich damit beginnen? Im Rahmen einer genetischen Beratung ist es wichtig, eine exakte Krankheitsgeschichte der Verwandten durchzuführen, das heißt einen sogenannten Stammbaum aufzuzeichnen. Und diesbezüglich ist es wichtig, dass die Patienten für dieses Gespräch gut vorbereitet in unserer Sprechstunde erscheinen. Es ist auch ganz wichtig, vorher abzuklären, ob der zu Untersuchende sein Risiko für ein Prostatakarzinom wissen will und sich auch schon vorab damit zu beschäftigen, welche Strategien ich für mich entwickle, um mit dieser sehr schwierigen Situation in Zukunft zurechtzufinden und nicht vor einer ständigen Drucksituation zu stehen. Man kann sich auch nach der genetischen Beratung gegen einen Test entscheiden. Man hat auch ein Recht auf Nichtwissen.